Wir sind bei den Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Geht weiter deutlich nach unten, weiter deutlich zurück. Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz wieder unter 50 gefallen. Eine wichtige Voraussetzung für weitere Lockerungen. Ausschlaggebend sind dafür aber die Zahlen in den jeweiligen Städten oder Landkreisen. Laut RKI 2626 positive Testergebnisse. Das sind 8.414 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 46,8. Außerdem meldet das RKI 270 weitere Todesfälle. 45,4 Millionen Impfdosen wurden in Deutschland bislang verabreicht.